Okay. Welcome. Welcome to you all. My name is Imme Scholz. I'm the one of two co-presidents of the Heinrich Böll Foundation. And I'm very happy to welcome you. Und ich freue mich sehr, Sie hier willkommen zu heißen und ganz besonders unsere GästInnen aus Tansania. Und ich möchte Ihnen ganz herzlich dafür danken, dass Sie diesen Dialog ermöglicht haben. Und wir haben lange Zeit uns darum bemüht, Vorbereitungen getroffen. Und ich habe in Tansania den ersten Schritt miterlebt und freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Und das heutige Forum wurde inhaltlich inspiriert von der Marbacher Schiller-Rede im letzten Jahr. Abdul Razak Gurnah, der Literatur-Nobelpreisträger des Jahres 2021, hat im November letzten Jahres diese Rede gehalten. Und Gurnah beschreibt die Folgen und Auswirkungen der deutschen Kolonialherrschaft in seinen Romanen, das im heutigen Tansania auf das Leben der Menschen damals und heute. Und in seiner Marbacher Schiller-Rede wies Gurnah auf eine Asymmetrie hin. Die deutsche Gesellschaft hat es versäumt, eine eigene Erinnerung an ihre brutale koloniale Vergangenheit in Ostafrika zu entwickeln und zu praktizieren, während in Tansania das Trauma der unerbittlichen Grausamkeit der deutschen Herrscher von Generation zu Generation durch mündliche Überlieferung und offizielle Geschichtsschreibung weitergegeben wurde. Auch wenn Gurnah zu Recht auf diese Asymmetrie hinweist, scheint es, als wäre eine neue Ära eingetreten, denn die Staats- und Regierungsvertreter haben kürzlich wichtige Schritte unternommen. Im November 2023 nämlich besuchte der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Tansania und bat um Vergebung für die deutschen Kolonialverbrechen. Katja Keul, die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, besuchte die Stadt Moshi in der Kilimandscharo-Region im März dieses Jahres und hat bei einem Gedenkgottesdienst für ermordete Widerstandskämpfer um Vergebung gebeten. In der Zwischenzeit haben die Außenministerien Deutschlands und Tansanias ihre Gespräche intensiviert, um ihre verwickelte koloniale Geschichte aufzuarbeiten. Und mehr dazu werden wir bei unserem letzten Panel heute mitbekommen. Dieses Forum ist ein ganz wichtiger Pfeiler in den Bemühungen der Heinrich-Böll-Stiftung, den offiziellen zwischenstaatlichen Prozess zu bereichern und zu stärken, indem Räume für den Dialog zwischen den beiden Nationen eröffnet wurden. Der Aufbau einer lebendigen Erinnerung ist eine Aufgabe, die von Menschen wahrgenommen werden muss. Wir sind davon überzeugt, dass die Zivilgesellschaften bei der Entwicklung einer neuen Ethik für die Beziehungen zwischen Tansaniern und Deutschen von grundlegender Bedeutung sind, damit diese auch funktionieren können. Mit diesem Forum knüpfen wir an wichtige Erkenntnisse und persönliche Verbindungen an, die bei früheren Veranstaltungen in Tansania entstanden sind. Unter maßgeblicher Beteiligung von Professor Valenzilayo von der Universität Dar es Salaam, der wir sehr dankbar sind, unterstützte unser Regionalbüro in Nairobi im März 2023. Und hier wurde ein runder Tisch unterstützt in der Kilimandscharo-Region und für die Gemeinschaften, die dort leben. Hier geht es um koloniale Erinnerungsarbeit. Im Oktober 2023 veranstalteten wir einen runden Tisch in Dar es Salaam, der sich als sehr informativ und verbindend erwies. Und ich hatte die Gelegenheit, hieran teilzunehmen. Viele der Anwesenden sind unsere Gäste in diesem Forum heute, da sie unserer Einladung gefolgt sind, die Diskussion in Berlin fortzusetzen. Ich danke Ihnen alle für Ihre wertvollen Beiträge, die dieses Forum bereichern. Einige von Ihnen haben auch an einem anderen Forum teilgenommen, das im November letzten Jahres in Johannesburg stattfand und sich mit dem Thema Spaces of Memory befasste. Und das war sehr
beeindruckend. Nachdem ich die Gelegenheit hatte, Tansania zu besuchen und persönlich von Experten, Aktivisten, KünstlerInnen, WirtschaftlerInnen und Nachkommen zu hören, wurde mir klar, was Gurna in Marbach erwähnt hatte und was er meinte. In Tansania ist die Erinnerung lebendig und das Trauma ist vorherrschend. Ich hatte diesen Besuch bereits erwähnt. Ich war sehr beeindruckt von den TeilnehmerInnen an diesem Forum in Tansania, so wie der deutsche Kolonialismus beleuchtet wurde, die Grausamkeit, die in den Familien erlebt wurde. Ich glaube, in Deutschland ist das nicht möglich, diese lebendige Erinnerung. In Deutschland sind wir sehr weit davon entfernt. Und die Aufarbeitung der Vergangenheit ist ein wichtiges Thema, aber nicht das einzige, das das Land beschäftigt, weder für sich selbst noch für die Beziehungen zu Deutschland. Die Stärkung der wirtschaftlichen Entwicklung, der Aufbau der Infrastruktur, bei gleichzeitiger Anpassung an den Klimawandel und die Bewältigung verheerender Ereignisse wie der jüngsten Überschwemmungen sind anstehende Aufgaben. Gleichzeitig gibt es aber auch viele, die uns daran erinnern, dass die Anerkennung der Vergangenheit, ihre Auswirkungen auf die Gemeinschaften und Familien, der Verluste und Ungerechtigkeiten zukunftsorientiert aufgearbeitet werden müssen. Ihr Wissen, ihre Bemühungen und ihr Aktivismus sind bewundernswert. In Deutschland ist die unerbittliche Grausamkeit der deutschen Kolonialherrschaft noch immer nicht vollständig aufgearbeitet worden. Es gibt Stimmen, die seit langem genau dies fordern und einen Wandel verlangen. Der Aktivismus hat eine sehr wichtige Rolle dabei gespielt, uns an die ständige Amnesie zu erinnern. Und der Aktivismus hat versucht, Brücken zu bauen. Darauf sollten wir aufbauen, wenn wir wirklich versuchen, eine neue Ära einzuläuten, um sie wirklich wahr werden zu lassen und auch sinnvoll zu gestalten. Hier werden wir wichtige Gespräche und wichtige Impulse bekommen für eine neue Ära der Ethik der Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern. Ich möchte all jenen meinen Dank aussprechen, die dazu beigetragen haben, ganz besonders den Dialogpartnern aus Tansania. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie die weite Reise auf sich genommen haben, um an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Dadurch haben Sie uns eine unschätzbar wichtige Gelegenheit gegeben, Ihre Sichtweisen zu hören und über weitere Schritte nachzudenken, die wir gemeinsam unternehmen könnten. Ganz besonders danke ich Thomas Fuß, der die Gründung angeregt hat und uns mit dieser Idee mit uns zusammengearbeitet hat. Thanks to the film team of wir danken dem Filmteam von An Empty Grave, ein leeres Grab, für den wunderbaren Premierenabend gestern, der dieses Forum eröffnet hat, und wünschen Ihnen einen erfolgreichen Start in den deutschen Kinos. Und ich möchte auch dem Afrika-Team danken, unter der Leitung von Kirsten Krampe und insbesondere Maria Kind, die seit Monaten ihre ganze Energie in dieses Projekt gesteckt hat, sowie unseren Kollegen Joachim Paul und Daki Galgago. Ich kann ihn nicht sehen, doch hier, aus unserem Büro in Nairobi. Und ich hoffe, wir werden einen wirklich offenen und bereichernden Dialog erleben, der in den Händen von uns allen liegt. Ich freue mich darauf. Und jetzt möchte ich den nächsten Redner bitten, nun hier zu mir aufs Podium zu kommen. Ja, schönen guten Morgen. Ich bin sehr froh, dass ich hier heute das Wort ergreifen kann. Und mein Name ist Professor Dr. Valenciano und ich möchte darüber sprechen, was wir das gemeinsame Erbe nennen.
Und ich möchte jedenfalls darüber sprechen und ich möchte Sie alle willkommen heißen zu dem ersten Panel heute Morgen. Hier wollen wir Gemeinschaften, Städte, Regionen auf nationaler Ebene beleuchten und wie Kolonialismus begründete Gewalt sichtbar ist auf verschiedenen Ebenen. Heute sind weitere vier PodiumsteilnehmerInnen dabei und gemeinsam mit Ihnen wollen wir diskutieren. Und zunächst einmal Dr. Nancy Ruschura willkommen heißen. Sie ist Hochschullehrerin an der Universität Dar es Salaam. Sie befasst sich mit kolonialer Erinnerung und ganz besonders im Süden Tansanias. Und sie hat über genau unser Thema, nämlich die kollektive Erinnerung, publiziert. Willkommen. Thank you very much. With us again, is Bernard Ntokondi. Und als nächstes haben wir Bernard Ntokondi von der Heritage, it's called DASH. They take care of what we call the colonial heritage in Dar es Salaam. They give people tour and help people to understand. So, er ist von der Universität von Dar es Salaam und versucht eben auch dort noch einmal Aufarbeitungsarbeit zu leisten und dieses koloniale Erbe in Dar es Salaam seinen Studenten näher zu bringen. Und damit haben wir Herrn Bernard Lorient Ntokondi bei uns auf der Bühne. On the panel again, we are als weitere Podiumsteilnehmer oder Podiumsteilnehmerin haben wir Dr. Vicentia Schule. Sie ist eine Künstlerin und Aktivistin vom Tourism Innovation Hub und sie möchte das koloniale Erbe einfach einmal ganz anders zum Ausdruck bringen. And lastly, we will have und an letzter Stelle gibt es noch eine Kommentierung, die heute Podiumsdiskussion noch einmal zusammenfassen wird. Das ist Christina Mashimi vom Institut für Sozial- und Kulturanthropologie. Sie hat gerade ihre Doktorarbeit fertiggestellt. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es heißt, das System in Dar es Salaam. Sie möchte sich noch einmal anschauen, wie das koloniale Erbe zeitgenössischer verarbeitet wird in Dar es Salaam. Sie ist von der Freien Universität Berlin. Thank you again, colleagues. Thank you very much. Vielen herzlichen Dank, liebe Kolleginnen, und dass Sie die Möglichkeit haben, heute hier bei uns zu sein, heute Morgen an dieser Debatte teilzunehmen. Es wird ja verschiedene Debatten geben. Und heute haben wir tatsächlich das große Privileg, uns vor diesem großen Podium, vor diesem großen Publikum einzufinden, um das Thema der Kolonialisierung aufzugreifen, ganz besonders auch in Tansania, Erinnerungskultur und all das, was wir mit dem Publikum teilen können. Es ist für mich eine große Ehre, heute dabei sein zu können und das noch einmal aufzugreifen, was wir heute hier besprechen werden. Also noch einmal herzlich willkommen zu diesem Panel heute Morgen. Und manchmal frage ich mich, was man tatsächlich direkt meint, wenn man über diese Erinnerungskultur spricht. Das sind natürlich sicherlich Themen, die während der Kolonialzeit passiert sind. Sind das gute, sind das schlechte Erinnerungen? Was genau ist für uns wichtig in Erinnerung zu behalten? Was muss man da im Kopf behalten?
Und ich würde gerne mit Professor Dr. Nancy Ruschehorer beginnen. Sie haben sehr viel mit der Erinnerungskultur gearbeitet und haben verschiedene Gruppen mit in die Diskussion mit einbezogen, um das Thema der Erinnerung aufzuarbeiten. Könnten Sie uns vielleicht ein wenig darlegen, wer genau diese Gruppen sind und wo und was genau antikoloniale Widerstand zu bezeichnen ist, ganz besonders im Zusammenhang mit dem Maji-Maji-Aufstand. Wie ist da die Situation heute in Tansania? Thank you. Ja, vielen herzlichen Dank für diese Frage und natürlich vielen herzlichen Dank an alle Teilnehmer, dass sie ihr Interesse hier heute bekunden. Es ist mir wirklich eine große Freude, hier sein zu können und Ihnen kurz zu erläutern, welches meine Arbeit in Tansania ist. Wir bekommen eine solche Bühne sehr, sehr selten angeboten. Und vor einigen Jahren war das tatsächlich ein großer Kampf, dieses Land überhaupt, sagen wir mal, aufzubrechen und in einen Dialog zu treten mit der anderen Seite dieser Erinnerungen, die ja nun einmal stattgefunden haben. In relation to the Maji-Maji. Ich arbeite ganz besonders an dem Widerstand im Rahmen des Maji-Maji-Aufstandes. Und da gibt es aber mehr als 50 solcher Aufstände, die zwischen 1880 oder der späte 1880er und 1914 bzw. 18, als dann der Erste Weltkrieg auch zu Ende war. Und der Maji-Maji-Aufstand war der Höhepunkt. Das war einer der letzten Aufstände, die stattgefunden haben und tatsächlich der größte seiner Form, da er verschiedene Untergruppierungen zusammengebracht hat. Mehr als 20 ethnische Gruppierungen und viele verschiedene Regionen, 7 an der Zahl im südlichen Tansania, waren daran beteiligt. Der Maji-Maji-Aufstand ist wirklich ein traumatisches Ereignis und wird nicht nur in Tansania erinnert, sondern auch in vielen anderen Ländern. Es ist tatsächlich eine dieser Fallstudien, die auch als Präzedenz dienen für andere solcher Studien oder für andere solcher Fälle in Afrika. Und uns ist es wichtig, dass noch einmal Licht darauf geworfen wird, wer genau daran teilgenommen hat. Und noch einmal diese Erinnerung an diesen kolonialen Widerstand aufrechtzuerhalten. And this is brought out into the monument. Und das erhält Ausdruck in verschiedenen Denkmälern, Erinnerungsdenkmäler aus der Kolonialzeit, die aufgebaut werden. Das können auch tatsächlich andere Einrichtungen sein, wie Gefängnisse oder auch Polizeikräfte. Man hat manchmal das Gefühl, dass das immer noch die Überbleibsel dieser Kolonialzeit sind, wo Menschen verhaftet wurden, die sich gegen das Kolonialsystem aufgelehnt haben. Und es gibt derzeit 2 verschiedene Räume, um zu erinnern. In Songea gibt es einen solchen Raum und in Nandeti, dort wo der Krieg aufgenommen wurde. Der Krieg oder der Aufstand begann ja auf den Plantagen. Und es gibt tatsächlich eine Erinnerungskultur und es wird eine Zeremonie abgehalten. Manchmal ist es recht schwierig, das terminologisch aufzuarbeiten, denn eine Erinnerungsfeier ist tatsächlich so, als würde man etwas feiern. Aber da es die menschlichen Überreste in ihrer Form nicht mehr gibt, ist es tatsächlich eine Trauerfeier oder eine Trauerzeremonie. Denn man kann diesen Prozess gar nicht abschließen, da man die menschlichen Überreste nie finden konnte. Es ist tatsächlich eine Trauerfeier. Man nennt es aber Erinnerungszeremonie. Die Erinnerung an den Maji-Maji-Aufstand findet auf verschiedenen Ebenen statt. Es gibt diese Erinnerungen, die den Familien sehr nahe stehen. Dann gibt es Erinnerungen, die kleine Gruppen beinhalten. Aber es gibt natürlich auch eine Erinnerungskultur auf nationaler Ebene.
Wir sehen jetzt, dass sehr viel Verzerrung stattfindet, dass gerade auf nationaler Ebene viele der Tatsachen verdreht werden. Denn dort sieht man oft, dass sich die Vergangenheit angeeignet wird. Man nimmt einfach das oder pickt sich das heraus, was geeignet ist, und alles andere wird zurückgelassen. Und an dieser Stelle passiert das Vergessen werden. Und das ist nicht unabsichtliches Vergessen, sondern ein durchaus absichtliches Vergessen. Und dort finden wir Räume für Frauen und andere Minderheiten, die an diesem Aufstand teilgenommen haben. Diese Erinnerungskultur verbleibt tatsächlich nur noch in den Händen der Familien. Komanili ist ein solches Beispiel. War eine Frau, die in der Region Songea tatsächlich den Status eines Chiefs hatte. Und ihre Erinnerung geht aber verloren. Ein weiterer Fehler ist geschehen, da eben teilweise Teile dieser Geschichte absichtlich vergessen werden. Im Fall von Songea zum Beispiel, dort, wo die menschlichen Überreste nicht gefunden auf dem Kumanil. Man weiß also nicht, wo ihre Überreste zu finden sind, aber ihr Name ist zu finden auf dem Massengrab zwischen all diesen anderen Namen der Menschen, die willkürlich hingerichtet wurden im Jahre 1906. Und all das sind Teile der nationalen Geschichte. Und auf dieser Ebene passieren eben solche Verzerrungen, solche Abweichungen der Geschichtserzählung. Aber auf Familienebene sind diese Erinnerungen durchaus noch sehr lebendig. Und es gibt einen großen lokalen Erinnerungsschatz. 1967 in Mwanza. Dort wurde eine Erklärung aufgesetzt, um festzulegen, dass Denkmäler zu errichten wären oder Erinnerungsräume einzurichten wären, um an jene zu erinnern, die während des Majimaji-Aufstandes verstorben sind. 1904, 1908 ungefähr, bis dann 1967. Diese Denkmäler sind erst in den 70ern errichtet worden. Es ist also sehr viel Zeit vergangen. Und um solche Erinnerungsstätten aufzubauen, solche Denkmäler aufzubauen, da hängt es natürlich sehr stark von der lokalen Erinnerungskultur ab, die noch eine gute Erinnerung dieser Zeit aufbewahrt haben. Aber dort ist es oft nicht einfach, die Ereignisse gerecht abzubilden. Aber es gibt auch viele Lehrräume, die als bedeutungsvoll erachtet werden. Es gibt also Gebiete, in denen es keine formelle Struktur gibt. Auch diese Gebiete haben noch traumatische Überreste. Und das Trauma wird natürlich von den Aktionen, von den Handlungen ausgelöst, die auch in diesen Gebieten stattgefunden haben. Das heißt, man hat auch diesen leeren Räume einen Namen gegeben, wie zum Beispiel Bäume, an denen Erhängungen stattfanden. Es gibt sehr viele verschiedene Bezeichnungen für Landschaften, die als Erinnerungsräume dienen. Da dort eben auch wesentliche Handlungen der Kolonialzeit stattgefunden haben. Es gibt also verschiedene Gruppen, die an der Erinnerung teilhaben. Wir haben also einmal die Nachfahren, dann haben wir die Regierung auf der anderen Seite, da haben wir natürlich die Museen, wir haben die Verwalter, wir haben aber auch das Militär und die Verwalter der 7 Regionen, die von der Widerstand an dem Widerstand beteiligt waren. Darüber hinaus haben wir natürlich auch die Rolle der Studenten, denn der Majimaji-Aufstand ist eines dieser Themen, das im Unterricht tatsächlich vermittelt wird. Und man hat viel über die Ursachen und die Wirkung geredet. In den Schulen wird das, wie gesagt, unterrichtet. Aber es gibt auch einen Konflikt, wenn dieses Narrativ dann zu Hause erzählt wird. Und dann
Ach so, die Narrative werden zu Hause sehr gut abgebildet, aber in der Schule werden sie nur relativ oberflächlich behandelt. Und dann vermischt man oft das, was zu Hause an Erinnerungskultur vermittelt wird, und dessen, was in dem Unterricht vermittelt wird. Weiterhin ist natürlich auch die Religion ein wichtiger Punkt. Der Maji-Maji-Aufstand hat Regionen oder Gebiete beeinträchtigt, die religiös wichtig sind. Also zum Beispiel, wenn es eine heilige Stätte ist. Also man hat darüber gesprochen, dass es Teil der Christianisierung des südlichen Teiles Tansanias war. Also viele der Kirchen wurden also geschlossen, Missionäre wurden getötet. Und an diesen Orten, wo es zu Ermordungen der Missionäre kam, wurden Erinnerungsstätten eingerichtet. Und wenn man erinnert, dann werden diese Orte als Pilgerorte bezeichnet, aber auch als heldenhafte Orte. Für die Christen sind das also tatsächlich Pilgerorte. Man besucht diese Orte, um an diese heiligen Stätten zu besuchen und ihre zu huldigen. Aber für die Menschen vor Ort sind es tatsächlich auch Beweisorte für ihre kleinen Siegeszüge. Es gibt also da einen konfliktiven Ansatz oder Herangehensweise an diese Orte. Und dann brauchen wir natürlich auch die Vertretung der Gemeinde, der Gemeinschaft. Und das ist auch wieder so ein umstrittener Teil der Erinnerungskultur. 1964 wurden die also wenn man über die Rolle der der Gruppen und der Volksführer spricht, also der leitenden Persönlichkeiten, der Chiefs, ihre Rolle wird oft vernachlässigt. An diesen Erinnerungszeremonien finden wir oft auch Vertreter der deutschen Botschaft in Tansania, das Nationale Museum, das Museum, das dem Maji-Maji-Aufstand auch huldigt wurde, zum großen Teil über die deutsche Botschaft von der deutschen Regierung gefördert. Und Nandetti auch wurde ein Teil dieser Erinnerungsstätten mit von der deutschen Seite finanziert. Das ist natürlich nicht ihre Verpflichtung, aber ihre Teilnahme ist immer dann zu beobachten, wenn sie das Gefühl haben, es wäre eine gute Idee wäre. Und dort bekommt man oft eine Nachfrage der Community, der Gemeinschaft. Da geht es dann um eine Wiedergutmachung. Und ich glaube, was man damit macht, darüber müssen wir sprechen. Vielen herzlichen Dank, Nancy Rusche-Hore, erst einmal für diesen wirklichen sehr aufschlussreichen Vortrag. Vielleicht eine kurze Frage noch. Sie sprachen ja über verschiedene Akteure während der Erinnerungsarbeit, der Aufarbeitung der Kolonialzeit. Könnten Sie uns vielleicht kurz sagen, wie die Beziehung ist zwischen der nationalen, offiziellen, dem offiziellen Narrativ und dem Narrativ der Nachkommen, also der lokalen Gemeinschaften? Das offizielle Narrativ ist das, was als der Maji-Maji-Aufstand dargestellt wird, tatsächlich der Kampf um Unabhängigkeit, also die Entwicklung der Armee, also der Verteidigungs-, also der Streitkräfte Tansanias. Man sagte mal, dass das quasi die Grundlage war. Man sagte, dass die Streitkräfte zu dieser Zeit gegründet wurden, als der Maji-Aufstand stattfand. Es wird also als nationales Event bezeichnet, was seine Auswirkung oder was zwar im Süden auf im Süden aufgenommen wurde, aber eine Auswirkung auf das gesamte Land hat. Und auf dieser Ebene könnte man sagen, dass verpflichtend der Maji-Maji-Aufstand Teil des Unterrichtsmaterials werden müsste. Denn zu Beginn, also direkt nach der Unabhängigkeit, war es kein Thema. Und die Unterrichtung, also die
das Lehrmaterial, sollte es Mathematik beinhalten, wurde quasi auch sanktioniert. Das ist also eine relativ neue Wendung. Und das ist auf Staatsebene eingerichtet worden. Aber auf Familienebene werden die tatsächlichen Erinnerungen lebendig gehalten. Das sind genau diese Erinnerungen, die nicht zensiert werden. Alles, was das Nationalgedächtnis betrifft, da haben wir eine starke Zensur. Und da komme ich wieder auf Kommandide zu sprechen. Man hält sie immer in Erinnerung auf Familienebene. Aber auf nationaler Ebene, da war das Thema Inklusion relativ spät erst ein Thema. Also 100 Jahre nach den Feierlichkeiten zum Maji-Maji-Aufstand sprach man das erste Mal über Kumanile. Und sie ist nur eines vieler Beispiele. Es gibt sehr, sehr viele Frauen, viele Figuren, die Teil am Krieg hatten, aber die nicht wirklich bekannt sind. Und da ist sehr viel vergessen worden. Und diese Erinnerungen werden lebendig gehalten, aber eben auf lokaler, auf Familienebene. Und diese Familienerinnerungen sind oft eher traumatisch. Wenn man in der Schule davon hört, klingt es, als wäre es Teil der Vergangenheit. Aber wenn man mit den Familien spricht, die tatsächlich aktiv am Widerstand teilgenommen haben, dann ist es was, womit sie jetzt noch leben. Das ist Teil ihrer persönlichen Familienerinnerung. Und das wird von Generation zu Generation weitergegeben. Und das sind genau diese Rollen, die weitergegeben werden, wenn man Wasser holen geht zum Beispiel. Der Enkel von Nkokuombe ist von der Natur her die gleiche Person wie die Familie, die den Maji-Maji-Aufstand ausgelöst hat. Das Grab dieser Person musste also verstecken werden, weil man Angst hatte, dass die Deutschen möglicherweise auch dieses Grab ausheben und die menschlichen Überreste verstecken würde. Und das sind die Traumata, mit denen man auf lokaler Ebene lebt. Aber das wird man auf nationaler Ebene so in der Form nicht zu hören bekommen. Vielen herzlichen Dank, Nancy Rusche-Hora. Vielen Dank für diese wirklich aufschlussreichen Erläuterungen. Bernard, Sie haben ja quasi die nächste Generation, sind an der Universität Dar es Salaam und haben relativ viel mit den Studenten zu tun. Vielleicht können Sie uns kurz darlegen, wie für Sie die Arbeit an der Universität aussieht. Welche Zusammenarbeit gibt es mit deutschen Organisationen? Eine der am häufigsten gestellten Fragen fast jeden Tag lautet, die Erinnerung der deutschen Kolonialherrschaft, wie wird das begangen? Nun, es ist besser, etwas über die Geschichte von Tansania zu lernen und Ostafrika. Ostafrika hatte unterschiedliche Zivilisierungszeiten. Also ich würde mal sagen, wir sind mit allen Völkern der Welt gewissermaßen in Kontakt gewesen sind. Also die griechische Periode und wir hatten auch die unterschiedlichsten Besetzungen, zum Beispiel die indigenen Periode bis zum 8. Jahrhundert und es gab auch zum Beispiel und auch Anab und die persische Periode, das war im 12. bis 15. Jahrhundert und im 15. Jahrhundert, da kamen die Portugiesen und dann haben sie einen Weg nach Indien gesucht. Ich versuche das nur mal kurz zusammenzufassen und nachdem die Portugiesen da waren, da würde ich mal sagen, also 1620er bis 1699, dann wurden auch Araber und Perser unterstützt von den Persern und dann von 1699 bis die 1860er Jahre ging das und dann kamen die Vorherrschaft von Sansibar nach Dar es Salaam und
Es gibt also so viele unterschiedliche Besatzungsperioden und bis in die 1870er Jahre, da gab es also dann die Konferenz und die deutsche Kolonie wurde dann verloren und da begann die deutsche Kolonialherrschaft und da begann das eigentliche Trauma. Und warum erwähne ich all das? Denn es war einfach so, wenn man auf die Straße geht, und ich möchte Dar es Salaam wieder als Beispiel anführen, alles, was man sieht, ist verbunden mit der deutschen Kolonialgeschichte. Also angefangen mit den Gebäuden an der Küste, all die Straßen und auch alle öffentlichen Plätze. Es gibt nichts, was nicht an die deutsche Kolonialherrschaft erinnern würde. Also es ist allgegenwärtig und 2014 wurden einige Gebäude abgerissen und man hatte den Gedanken, dass einige dieser Gebäude vielleicht erhalten werden sollten. Und wir haben dann einen Fonds verwendet, zum Beispiel von der EU. Es gibt auch Fördergelder, zum Beispiel offizielle Regierungsgebäude. Und wir haben seither gesehen, dass man ein Interesse gewann an den deutschen Gebäuden. Ja, vielen herzlichen Dank. Bernhard, Sie haben eingangs gesagt, dass die Leute fragen, wenn sie nach Dar es Salaam kommen und wenn man mit den Besuchern durch die Stadt geht und die Denkmäler besucht und über deutsche Kolonialgeschichte schreibt. Wie ist es in Tansania, wenn man dort wohnt und wenn man die Leute herumführt? Wie fühlt man sich dabei? Nun, das ist nicht einfach, ganz ehrlich. Also wenn man Touren macht, dann bekommt man so viele Fragen. Und fast alles, was man anfasst, hat irgendwie mit der deutschen Kolonialgeschichte zu tun. Beispielsweise, ich würde mal sagen, auch die Vertreibung von Menschen. Und da brauche ich auch ein bisschen Unterstützung von der Technik jetzt, weil ich hier eine Folie mitgebracht habe. Also hier sehen wir den ersten Masterplan von Dar es Salaam City. Es ist eine der größten Städte im Land, Agostri. Das ist ein jemand, der mit seinen Kollegen gelandet ist. Und er hat den ersten Masterplan entwickelt. Und wenn man das googelt, kann man sehen, also der Masterplan besteht noch fort. Dieser Masterplan aus der Kolonialzeit hatte mit Rassentrennung zu tun oder überhaupt mit Abtrennung. Also das hier war der Bereich für die Europäer und das hier war der Bereich für die Inder und das hier sind noch so öffentliche Plätze und dann links hat man einen Bereich, der bis heute, da sind alle Straßen noch die gleichen und der Masterplan, die ganzen Stadtviertel sind noch die gleichen, der Bebauung. Also das hier sind Dinge, die noch fortbestehen und hier zum Beispiel die Straßen. Eine Tour, die ich anbiete, ist die Straßennamentour und hier gibt es unterschiedliche Entwicklungen von Straßennamen. Wir haben hier so viele weitere Beispiele und eine Sache, das nennen wir Makunganya Street, aber das war eigentlich mal die Wissmannstraße und das ist unsere Chiefs haben genau gegen diesen Kolonisator gekämpft von der deutsch-ostafrikanischen Gesellschaft. Und all diese Straßennamen entstanden eben während der deutschen Kolonialherrschaft. Aber warum hatten wir solche Abtrennungen, zum Beispiel Freizeitbereiche? Und
in unserer Sammlung. Wir haben ein Stadtarchiv und dort es gab einen deutschen Soldaten und er in diesem Archivbeitrag beschreibt er Tansania. Vielleicht könnte man das einmal vorlesen. Be aware of closing. Vorsicht bei der Nähe zu eingeborenen Vierteln. Ganz besonders muss man nachts vorsichtig sein. Aus diesem Grund in allen gut geplanten Stationen im tropischen Afrika werden die Viertel der Eingeborenen abgetrennt von denen der Europäer. Denn der Eingeborene ist ein pathologisches Museum sozusagen. Sein Blut ist ein Hort von Malaria, Parasiten, Würmern und auch sogar den Keimen für die Schlafkrankheit. Viele Arten von Würmern befinden sich in seinen Gedärmen und auf seinem Körper sind Läuse und Fliegen häufig gesehene Gäste. Der Boden der Quartiere ist häufig infiziert mit Krankheitserregern. Deswegen muss man ihn auf Abstand halten. Aus diesem Grund ist der Weiße sicherer, wenn er sich von den eingeborenen Dörfern fernhält. Und die direkte Nachbarschaft zum Dorf sollte immer tunlichst vermieden werden. Ja. Das sind Dinge, an die wir täglich erinnert werden. Und vielleicht können wir noch die nächste Folie haben. Und das größte Problem hier ist, alles, was man anfasst, fast alles, hat mit der deutschen Kolonialgeschichte zu tun. Das hier ist eine Statistik und man kann sehen, dass Leute gezählt werden, Afrikaner, Asiaten, Europäer, andere und Gesamtzahl. Und das ist noch aus den, wurde begonnen in den 1860er Jahren. Und ja, es gibt eigentlich nur eine Rasse und das ist die menschliche Rasse. Vielleicht können wir noch die nächste Folie haben und ich möchte dieses sagen, wenn man die Anzahl der Europäer betrachtet, die meisten der Kolonisatoren waren männlich. Also fast jedes Gebäude hat eine Geschichte zu erzählen. Dies zum Beispiel der deutsche Club in Dar es Salaam. Das hier ist ein schönes Haus und das ist eine Postkarte aus dem Jahr 1907 und die Kolonialregierung kaufte sie auf und das wurde ein Nachtclub für Offiziers Vergnügungsdamen. Und hier wurde auch ein Nachtclub für Offiziere gebaut. Und das Gebäude steht heute immer noch in Dar es Salaam. Und das hier ist die Geschichte, die man den Menschen erzählen muss. 1961 hatten wir eine Diskussion haben. Und alle Kolonialgebäude sollten auf Wunsch des neuen Staatspräsidenten abgerissen werden. Und das hier ist, also hier war ein Nachtclub, ein Vergnügungsclub für deutsche Soldaten. Und das erinnert natürlich an diese Geschichte. Ja, darauf werden wir ganz bestimmt noch zu sprechen bekommen. Bernhard, ganz herzlichen Dank für diesen Beitrag. Das ist ein sehr interessanter Diskussionsbeitrag und da wird es sicherlich noch viel Stoff zum Diskutieren geben. Und ich möchte noch mal auf die Gebäude in Tansania zu sprechen kommen. Also die Erinnerungen sind also keine guten. Bernhard darüber sprach und sagte, das waren fast alles Männer. Da habe ich Sie nicken gesehen, Frau Ruschura. Wie betrachten Sie die Situation in Tansania? Nun, wir müssen berücksichtigen, dass die
deutsche Kolonialgeschichte ist voller Gewalt, Grausamkeit und aller weiterer negativer Attribute und ganz besonders die Hinrichtungen. Und als Künstlerin aus dieser Gemeinschaft muss ich sagen, dass wir erzogen wurden, indem uns die Brutalität der deutschen Kolonisatoren nahegebracht wurde. Beispielsweise, als wir eingeladen wurden als KünstlerInnen, als wir den 100-jährigen Jahrestag des Maji-Aufstands begangen haben, haben wir überlegt, wie wir diese 100 Jahre begehen sollten. Und von 1905 bis 1907, als der Maji-Maji-Widerstand stattfand, da haben wir die Geschichten erfahren. Und da gab es eine große Lücke. Und wie Nancy schon erwähnt hat, im Schullehrplan haben wir diese Lücken erlebt. Einige Informationen wurden einfach vernichtet, ganz besonders was die Position der Frauen betrifft. Die Erinnerung an die deutsche Kolonialgeschichte und auch andere Geschichten werden das ist History, also seine Geschichte, die Geschichte der Männer. Aber her story sollte man auch erzählen, die Geschichte der Frauen, um das Wortspiel einmal fortzusetzen. In den Kriegszonen sind Frauen immer diejenigen, die die größte Gewalt erfahren und die Vergewaltigungen und der Missbrauch, der während der Kriege stattfand. Die deutsche Besatzung in Tansania, im heutigen Tansania und im Kontext von Tansania ist nur ein Beispiel dafür. Das heißt, die Geschichten, die normalerweise eben nicht erzählt werden oder die nicht gehört werden, die wollen wir ans Tageslicht bringen. Wir hatten Diskussionen, als wir über die Finanzierung der Erinnerung gesprochen haben. In a group of 67 leaders. Es gab 67 Federführende. 1906, glaube ich, war dieses, also den Prozess der Erhängungen und die ganze Brutalität, die zu ihrem Tod führte, das wollten wir sichtbar machen. Und das ist natürlich eine sehr traumatische Erfahrung, auch für uns als KünstlerInnen. Denn wir haben gesehen, wir durchlebten das ja in unserer Vorstellung und man sagt eigentlich, sie wurden erhängt. Aber keiner hat einmal gefragt, wie das ging und wie ihre Köpfe präsentiert wurden. Und man sagte, sie wurden gekocht, damit sie nach Deutschland verschifft werden konnten, damit sie haltbar gemacht wurden. Und die Frage ist, wie ein menschlicher Kopf gekocht werden kann, hat uns als KünstlerInnen auch sehr mitgenommen, weil wir auch damit das Trauma durchlebten. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, diese Brutalität gegenüber das hinaus, was man in den historischen Abbildungen sieht. Und aus der kolonialen Perspektive war es so, dass wir dazu ausgebildet wurden, nicht zu erinnern, nicht im Detail darüber zu sprechen. Und auch das ist uns weitergegeben worden. Das haben wir geerbt sozusagen. Wir haben aus der deutschen Kolonialherrschaft so viel geerbt, dass uns auch in unserer jetzigen Tätigkeit als KünstlerInnen beeinflusst. Wir haben Regeln, die uns zensieren.
also die Brutalität dieser Dinge, auch Vergewaltigung sichtbar zu machen, all diese Dinge, diese Grausamkeiten, wenn man sie beschreiben will, wird das zensiert. Das heißt, wir sind auch noch mal diesen Prozess durchgegangen, die Kolonialherrschaft, die Regeln, das beeinflusst uns auch in unserem künstlerischen Tun. Das heißt, die Erinnerung an die Kolonialherrschaft ist heute noch lebendig in den Gemeinschaften. Perhaps a quick question of follow-up again now. Vielleicht noch eine kurze Folgefrage. Sie erwähnten als Künstlerin und wenn man als Gruppe nachstellen möchte, was passiert ist, dann hat man schon oft das Trauma in sich, wenn man auf die Bühne geht. Können Sie uns das vielleicht bildlich darstellen? Also wie man mit den wenn man den Gemeinschaften etwas vorspielt, etwas vorlebt auf der Bühne, haben Sie das Gefühl, dass Sie das dann auch mitleben, miterleben, die Gemeinschaften? Ja, ich denke größtenteils schon. Oft geht es uns so, dass das Publikum versucht zu hinterfragen, ob das wirklich passiert ist. Denn es ist unheimlich gewalttätig. Es sind unheimliche Misshandlungen und Folterungen, die stattgefunden haben. Und es ist viel einfacher, dies niederzuschreiben, als dies tatsächlich aufzuführen. Bei Aufführungen, die wir gemacht haben zu Gomanile, zu ihrer Geschichte. Beim ersten Entwurf hatten wir eine Szene, in der die Beziehung dargestellt wird zwischen Gomanile. She delivered the news of water. Und einem Mann, der dem sie die Nachrichten überbringen musste. Und es gibt dann dort eine Bettszene, in der auch Sex stattgefunden hat. Und es war gar nicht so einfach zu erklären, warum wir diese Szene beibehalten wollten. Es gab da große Diskussionen zu dem Thema, aber es gab auch eine Szene, in der Gomanile erhängt wird. Das mussten wir einkürzen. Denn für unser Publikum, dem wir die Vorab-Shows gezeigt hatten, war das sehr, sehr traumatisch. Das heißt, oft müssen wir auch Anpassungen vornehmen, um uns an unser Publikum anzupassen und unsere Botschaft einfach zu übermitteln, ohne dass es allzu traumatisch wird. Ja, vielen herzlichen Dank. Nancy, wir kommen noch einmal zu Ihnen zurück. Wir sprachen über verschiedene Akteure, die an der Erinnerungsarbeit beteiligt sind, wenn es um die Kolonialzeit in Tansania geht. Was ist Ihrer Meinung nach die Rolle afrikanischer Akteure, wie die Askaris, die Teilnahme der Askari-Soldaten, die indigenen Bevölkerungsgruppen, die tatsächlich heute vielleicht auch eine Rolle spielen in der Erinnerungskultur? Ich glaube, da habe ich einen Videoclip vorbereitet. Das sind, sagen wir, aktuell die wichtigsten Akteure und sie versuchen, diese Rollen noch einmal wiederzuspiegeln oder zu imitieren. Ach so, das sind unsere Darsteller, genau. Mayona,
Ich spreche über, gut, das sind die Rolle der Askari-Soldaten, die Rolle, die sie jetzt spielen, der Söldnertruppen, die während der Zeit eingesetzt wurden. Aber darüber brauchen wir noch mehr Informationen. Denn es gibt Agenten bzw. Mittler der Kolonialzeit, die in Tansania als Kollaborateure gearbeitet haben, die der deutschen Kolonialregierung zugearbeitet haben. Askari, Agida, also diese Identitäten, diese Söldner-Soldaten, die wir als Beihelfer der Kolonialzeit betrachten. Wir wissen jetzt, dass diese ungefähr so stark gehasst worden wie die Deutschen selbst, denn sie waren jene, die die Regeln, die Gesetze quasi ausführten, und sie taten genau das, was die Deutschen vorgaben. Es gab also tatsächlich eine stärkere Auseinandersetzung mit der Lokalbevölkerung im Vergleich zu den Deutschen selbst, und das war ihre Rolle. Heute ist es so, sie hatten ja die gleichen Folgen auszuleben wie auch andere Bevölkerungsgruppen, Hinrichtungen und Ermordungen, denn die Deutschen haben ihre Askari-Soldaten und die Bevölkerung dann tatsächlich gleich behandelt. Also während des Maji-Maji-Aufstandes wurden viele getötet. Agida Midawe wurde getötet. Agida Shefwinawi ist wegen des Maji-Maji-Aufstandes davongelaufen. Und das sind tatsächlich diese Leute, die sich dort in der Nähe befanden, wo der Aufstand ausbrach. Das heißt, diese Menschen hatten die gleichen Folgen zu spüren. Und Agidas, also die Identität der Agida, ist eine relativ verwirrende, denn die Nachkommen möchten ja auch, dass die menschlichen Überreste ihrer Vorfahren entsprechend beerdigt werden können und dass es Gerechtigkeit gibt. Wenn man sich also die Erinnerungskultur anschaut, der Mittlerpersonen und auch der örtlichen Bevölkerung, da gibt es von unserer Seite keine Hierarchien, die eingerichtet werden, wo man sagt, das waren die direkten Opfer und das waren vielleicht indirekte Opfer. Wir machen da keine Unterscheidung. Es ist also auch ein großer Aufklärungsbedarf zu beobachten, ganz besonders, wenn es um die Bezeichnung der Akida geht. Denn das Swahili wurde ja nicht in allen Bevölkerungsgruppen gesprochen. Agida war der Chief. Und eben aufgrund der Macht, die man bekam. Das heißt, einige Chiefs haben sich dann auch Agida bezeichnet, oder die rechte Hand der Chiefs benannten sich als Agidas. Das heißt, wir brauchen mehr Informationen zu diesen Rollen, denn mit unserem Narrativ, so wie wir es vorfinden, gibt es tatsächlich wenig Informationen. Das heißt, wir brauchen verschiedene Rollen, um die Askaris und die Agida tatsächlich besser zu beleuchten. Welche Rolle sie gespielt haben und natürlich auch die Erinnerung an sie. Demands from different groups. And now we are talking about sie memories. Bezogen sich auch auf die Menschen verschiedener Gruppen und die Erinnerungskultur. Auf welche Weise werden Erinnerungen an die gewalttätigen Verbrechen tatsächlich auch verbunden mit einer Wiedergutmachung, mit Entschädigungszahlungen aus deutscher Seite, die Wiederherstellung der Renationalisierung, das hängt alles miteinander zusammen. Es gibt keine einzige Gemeinschaft, die nur über die Rückführung von bestimmten Gütern redet.
Also vielleicht auch, also das alleine auszulösen und keine Entschuldigung, keine Wiedergutmachung mit einzubeziehen, wäre tatsächlich eine Lüge. Ich glaube, jede einzelne Gemeinschaft hat ihre eigenen Anforderungen. Denn die Rückführung, die Wiedergutmachung, da gibt es verschiedene Erklärungsgründe. Und wenn Gemeinschaften überlegen, was ihnen wichtig ist und in welcher Form diese Rückführungen oder Wiedergutmachungen stattzufinden haben. Es gibt Gemeinschaften, die der Meinung sind, dass Rückführung und Rückgaben und die Wiedergutmachungszahlungen Hand in Hand gehen sollten. Also oft geht es natürlich um die Rückführung von menschlichen Überresten, den wir dort gesehen haben in Songea, der dieses Ritual dort ausgeführt hat, der lebt nicht mehr. Und bei jeder Erinnerungsfeier hat er gefordert, dass die menschlichen Überreste von Songea zurückzugeben werden. Es ging nicht um Wiedergutmachung, sondern um die Rückführung dieser Überreste. Denn das ist ihr grundlegendes Bedürfnis. Aber das kann nicht getrennt werden von dem Rind. Denn 67 ist eine relativ kleine Anzahl. Die Menschen dort wurden an drei verschiedenen Tagen beerdigt. Und man geht einfach davon aus, dass das mehr als 100 Menschen sein müssen. Das heißt, die Bedürfnisse der Familien in Songea sind vielleicht nicht die gleichen Bedürfnisse wie in Sanimoto. Und das sind Anforderungen oder Bedürfnisse, die sich unterscheiden. Und Entschuldigungen, Rückgaben, Rückführung, Wiedergutmachung, das geht alles Hand in Hand. Man kann das nicht voneinander trennen. Nancy, vielen Dank. Bernhard, dann komme ich noch einmal zu Ihnen. Why do you think Sie arbeiten ja in Dar es Salaam. Warum sind Sie der Meinung, dass die Gesellschaft in Dar es Salaam und vielleicht auch in Tansania die koloniale Erinnerung bewahren sollte und vielleicht auch die Gebäude bewahren sollte? Also bei uns geht es ja nicht nur um Gebäude, es geht auch um offene Räume, um Denkmäler und viele andere Einrichtungen. Als wir die Organisation Deutsch ins Leben gerufen haben, um das architektonische Erbe zu bewahren, war natürlich eine der Hauptfragen, warum wir das tun. Aber es gibt natürlich auch viele Beweise, die nicht mehr vorliegen aus der Kolonialzeit. Und die Gebäude sind halt tatsächlich immer noch ein Zeitzeuge dieser Zeit. Und wir können natürlich nicht in die Zukunft gehen, wenn wir nichts über die Vergangenheit wissen. Und wie viel können wir über die Vergangenheit wissen, wenn es keine Beweisstücke der Vergangenheit gibt. Das heißt, die Architektur und die Gebäude sind ein Teil dessen. Dr. Schule. What would you like to see from the German? Was würde Ihrer Meinung nach gut sein, das von deutscher Seite käme, wenn man in der Zukunft diese Beziehungen aufarbeiten möchte. Ich glaube, man sollte auch berücksichtigen. Ich fange noch mal von vorne an. Wir sind eine verbale Gemeinschaft. Und wenn man über die kolonialen Geschichten redet, dann wählt man eine gewisse Terminologie, die uns nicht in die Position vergibt, um mehr einzufordern. Ich glaube, das muss auch stärker besprochen werden. Das sind oft Artefakte oder Kunstwerke. Aber das waren keine Kunstwerke, das waren Besitztümer, das waren Dinge des täglichen Gebrauchs. Und wenn man über Artefakte spricht, dann finde ich, reduziert man das gesamte Gespräch, die gesamte Debatte auf Raubkunst oder auf diese Kunstwerke. Und das ist es nicht. Und auch wenn man sich die Machtverhältnisse anschaut, auch dann, denke ich, muss man den Dingen Namen geben. Denn wenn man uns hier, wenn man sich jetzt diese Ressourcen anschaut, dann haben sie oft die Namen jener, die das gesammelt haben. Als Sammler.
man muss diese vielleicht umbenennen in Lieferanten. Also diese Art der Verhandlungen müssen auch die jeweiligen Inhalte berücksichtigen. Die Finanzierung ist auch ein weiterer Punkt, der kritisch betrachtet werden sollte. Finanziert Deutschland oder zahlt es zurück oder versucht es, die Situation herunterzukühlen? Was ist das Interesse Deutschlands, wenn die koloniale Vergangenheit finanziell aufgearbeitet wird? Denn oft wird am Verhandlungstisch wenig eingestanden. Und ich glaube, das sind alles Unterhaltungen, die man führen muss. Und drittens möchten wir darüber nachdenken, wie die Ergebnisse dieser Diskussionen verwaltet werden oder wie damit umgegangen wird. Wenn man sich Rückgabenwiedergutmachungen unterhält, dann ist es eher ein akademisches Thema. Man spricht darüber an der Universität Dar es Salaam, auf Regierungsebene. Man versucht auch, alternative Stimmen zu verstummen. Das Nationale Museum ermöglicht keine alternative Sichtweise. Und haben wir gehört, wird von deutscher Seite verhandelt. Aber was passiert mit den Gemeinschaften? Die sind einfach Nebenprodukte. Also die Überlebende werden verwendet, nicht unbedingt zum eigenen Vorteil, sondern um das zu schützen, was man das tansanische Bild bezeichnet für die Außenpolitik. Es gibt also eine Instrumentalisierung der Überlebenden, der Opfer. Und das ist ein wirklich schwieriges Thema, das unbedingt auf den Tisch gehört. Möchte die deutsche Regierung zum Beispiel in Form der Museen, was wird dort neu geordnet? Welche Themen, welche Kriegsverbrechen, was möchte man dort ausstellen? Oder möchte man es einfach stumm schalten? Denn es gibt in Deutschland auch eine Bewegung dazu. Und ich glaube, darüber müssen wir ins Gespräch kommen. Für mich geht es nicht nur um die reine Finanzierung oder um eine Publikation, Veröffentlichung. Das haben wir seit 100 Jahren bereits. Warum kommt das alles jetzt? Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Dr. Schule. Now I come to Dr. Christian. You have been in Tanzania. Zur Christine Mashimi. Sie waren selbst in Tansania, Sie haben viel mit Jugendgruppen gearbeitet und Sie haben über die Gelenbewegung gesprochen und geschrieben und waren auch in Tansania aktiv und jetzt haben Sie unseren Podiumsteilnehmern zugehört. Verschiedene Sichtweisen zur Kolonialzeit in Tansania und zur Erinnerungskultur. Und was sind Ihrer Meinung nach die Unterschiede, wenn man sich die Erinnerungskultur anschaut in Deutschland und in Tansania selbst? Vielen herzlichen Dank für diese Frage. Ich glaube, in meiner Forschung finden wir darauf keine Antworten und es ist ein neues Forschungsgebiet, das ich gerade erst aufgenommen habe. Ich würde vielleicht eher in meiner Kommentierung versuchen, uns noch einmal anzuschauen, wie diese verschiedenen Perspektiven zusammengebracht werden können und wie wir sie vielleicht mit der deutschen Realität verbinden können. Und das möchte ich tun, indem ich gemeinsam mit Ihnen über ein Gedicht nachdenken möchte. Sharon de Duoto und das Gedicht wurde im Dezember 2022 aufgeführt zum Anlass, dass die Straßen im afrikanischen Viertel hier umgenannt wurden, Manga Bell und Cornelius Fredericks. Und ich weiß, dass einige von Ihnen auch dort waren. Und es nennt sich das Erinnern. Ein Teil werde ich auf Deutsch vorlesen. An denen ich am optimistischsten bin, weiß ich, es geschieht sowieso, das Erinnern. Denn es gibt Menschen, sie tragen Geschichten in den Haaren. Stränge der Hoffnung, eingeflochten in jeder Cornrow.
alltäglicher Widerstand eingedreht in jeder Dreadlock. Manche zeigen goldene Adinkra-Symbole am Ohr oder um den Hals. Hier werden Kinder mit den Namen derer geschmückt, die vor ihnen kamen. Dort werden Freiheitslieder gesungen. Es geschieht sowieso, ob die anderen es wahrhaben wollen oder nicht. And forgive me for the probably not very poetry-like translation now. On those days on which I am most optimistic, I know it happens anyway. Remembering. Because they are people who carry the histories in the hair. Hope braided into each cornrow. Daily resistance entangled in each dreadlock. Some show golden and dikra symbols on their ear or on their neck. Here their kids given names from those who came before them. Songs of freedom are sung. It happens anyway, whether the others want to realize it or not. So in public discourses in Germany, but also in school, in dem öffentlichen Diskurs in Deutschland und auch insgesamt findet man häufig den Gedanken, dass deutscher Kolonialismus im Vergleich zu anderen Kolonialmächten gar nicht so wichtig gewesen wäre. Man hatte nur wenige Länder besetzt und es dauerte auch nicht so lange und man hätte ja auch Gutes bewirkt. Und wir haben das in der kurzen Einführung heute Morgen auch schon gehört. Also der Akt, die koloniale Vergangenheit zu vergessen, mag auch daran liegen, dass es eben keinen formalisierten Dialog darüber gibt. Und wegen Holocaust und der dominanten Rolle der Nationalsozialisten hätte man das alles vergessen. Aber hier wird die Rolle der Erinnerung betont und das Leben das danach im Postkolonialismus. Ich finde es wichtig, weil wir ja auch über die unterschiedlichen Fragen der Macht gesprochen haben und eben auch der Erinnerung. Und hier wird der Standpunkt ergriffen, dass das dominierende Verständnis von deutschen Kolonialismus gepflegt wird. Das heißt also, wie der deutsche Kolonialismus immer noch keine Entschuldigung für sich hat, dass Kolonialismus in der Alltagssprache fehlt und es wird immer noch von Protektoraten gesprochen und das verstetigt die Kolonisierung. Und auch in einem gewissen kulturellen Kanon, in Traditionen wie das Erinnern, wie gesagt, klein geschrieben, im Vergleich zu Erinnern mit großem E, beeinflusst wird. Und es gibt ja Menschen hier im Publikum, die genau hier intervenieren. Das passiert oder nicht. Das wird auch in dem Gedicht immer wieder angesprochen. Es wird über Erinnerung in Haar auf der Hautfarbe gesprochen. Also farbige Menschen, schwarze Menschen. Und dann auch die Akte der Erinnerung, unabhängig davon, ob das nun offiziell stattfindet oder nicht. Und dass die Erinnerungen wurden einfach nicht vergessen, die Erinnerungen im Plural. Und bei dieser Gelegenheit, bei der Umbenennung von Straßen, wurde statt einer langen Rede dieses Gedicht vorgetragen. Das geht eben um die Erinnerung oder gerade Nicht-Erinnerung an die deutsche koloniale Vergangenheit. Was interessant ist, ganz besonders in unserem Kontext hier bei der Podiumsdiskussion, ist, dass wir versuchen, Kolonialismus zu thematisieren und
In der ganzen Einführung klang das ja auch schon an und in der Vorbereitung auf die heutige Konferenz. Was nun die Vorträge betrifft oder auch die Anmerkungen, die wir heute Morgen gehört haben, die Perspektive des Erinnerns ist etwas Transnationales, Transkulturelles. Und das sind Dinge, mit denen wir umgehen könnten. Ein zweiter Gedanke, den ich hier anmerken möchte, ist, dass in allen Vorträgen Folgendes anklang. Aus dem deutschen Kontext ergibt sich ja auch die Frage von Macht in der kollektiven Erinnerung. Wie ja schon gesagt wurde, die wichtige Stimme der Frauen, die auch zum Schweigen gebracht wird. Wir haben das im Zusammenhang mit Kuma Niles Fall gehört. Und noch etwas, was anklang, auf unterschiedlichen Ebenen die Frage, nämlich die Erinnerung in Familien, der Nationalstaat, wie hat sich Macht auch in diesen diversen Räumen ergeben? Das sind ebenfalls Fragen, die wir hier besprechen könnten. Also wie gesagt, ich möchte jetzt hier nicht irgendetwas aufoktroyieren, sondern ich möchte einfach nur ein paar Gedanken dazu in den Raum bringen. Und mit einem Blick auf die Uhr muss ich sagen, wir haben nicht so viel Zeit übrig. Wenn jetzt nichts aus dem Publikum kommt, dann möchte ich es hierbei belassen zunächst. Ja, vielen Dank, Christina. Ich möchte nun auch dem Publikum die Möglichkeit geben, Fragen und Anmerkungen hier loszuwerden. Also wer das Wort ergreifen möchte, hier ist Ihre Chance. I may have one. I mean, ja, ich habe vielleicht eine. Also mir haben die Reflexionen auch gerade über Machtstrukturen sehr gefallen. Und meine Frage richtet sich an das gesamte Podium eigentlich. Und viele Menschen hier wissen sicherlich, also nicht die Dokumentation, die wir gestern gesehen haben, sondern es gibt ja auch kommerzielle Filme. Und das sorgt sicherlich für Diskussionsstoff. Unter anderem, wenn auch nicht nur, ist, dass Brutalität und Gewalt auch in dem Film gezeigt werden. Das wurde kommentiert. Und ich frage mich, ob so etwas eigentlich notwendig ist für Tansania. Also ob Sie das favorisieren würden, diese Gewalt sichtbar zu machen, das Leben danach, etwas in dem Themenkreis. Was wären Ihre Erwartungen? Wäre das etwas, was Sie ebenfalls anstreben würden, also etwas kommerzieller, mit etwas Fiktion darin? Könnte so etwas interessant sein für Sie? Ja, vielen Dank. Aus Sicht Tansanias ist das vielleicht nicht so gut möglich, denn unsere Filmgesetze betreffend die Kolonialzeit, da werden FilmemacherInnen in die Ecke gedrängt und ihre Kreativität muss sich den Gesetzen beugen. Und ich war im Filmrat, insofern kenne ich dessen Arbeit 10 Jahre lang, 2011 bis 2021. Und was wir nach Kräften versucht haben, ist der Name von Tansania Filmzensurrat zu ändern auf den Filmrat Tansania. Das war uns ein wichtiges Anliegen. Und der Rest der Bestimmungen betreffen sind im Einklang mit dem, was der Präsident hören möchte. Und wenn die Regierung sich nicht wohlfühlt mit der Diskussion der Kolonialgeschichte und so, wie es war, und die Brutalität, dann ist es sehr schwierig für FilmemacherInnen aus Tansania. In der Diaspora ist es wohl möglich.
oder wenn man eine Koproduktion mit anderen Orten hat. Also da gibt es Möglichkeiten. Die Möglichkeiten sind da. Vielen Dank. Vielleicht kann ich da noch etwas beitragen. Wir müssen wirklich solche Plattformen haben. Und es gibt nicht nur die eine Richtung. Und wir sehen schon Romane über Kumanile und es gibt andere Ansätze. Und genauso etwas brauchen wir. Im Augenblick haben wir sehr wenige, aber es ist sicherlich ein Ansatz, der helfen kann. Es wird gesprochen über Widerstand, aber es ist noch nicht so bekannt. Also man braucht unterschiedliche Medien, Bücher, Romane, Dokus und verschiedenste Plattformen. Das wäre sehr wichtig. My name is Carola Lenz. Mein Name ist Carola Lenz und ich fand es sehr interessant, Nancy, die Reinterpretation oder Neuinterpretation von Geschichte, damit sie Eingang in die nationale Erinnerung findet. Auf der gemeinschaftlichen Basis, auf der familiären Basis und auf staatlicher Basis. Kollaborateure, die zu Opfern gemacht werden. Diesen Satz fand ich sehr interessant. Ist es notwendig, die nationale Einheit durch Umdefinition von Geschichte, von Täter zu Opfer zu machen? In Namibia ist es ein ähnliches Problem. Wie kann man diejenigen einbeziehen, die Kollaborateure mit der Besatzungsarmee waren? Wie ist die Erinnerung im Nationalstaat? Und in Deutschland sehen wir das auch überall, denn die Grenzen sind niemals sauber. Und es gibt nicht nur den Widerstand und die Opfer, die Täter, diese Ambivalenz. Wie gehen Sie damit um? Ich denke, es gibt sicherlich Kunstformen, gute Wege, so etwas zu tun. Denkmäler sind da schwieriger, denn die müssen auf jeden Fall eindeutig sein, also nicht zweideutig. Also wie kann man so ein komplexes, in sich widersprüchliches Geschehen wie Kollaboration, also auch bei dem Maji-Maji-Widerstand, da ging es noch nicht um den Aufbau eines Nationalstaats. Also das ist schon sehr interessant, diese Umdeutung dieses Aufstands als ein Vorläufer zum Nationalstaat, was es damals vielleicht gar nicht der Gedanke war. Das ist sehr interessant. Ja, vielen herzlichen Dank für diese Gedanken. Das ist etwas, mit dem ich einverstanden bin. Also die Vieldeutigkeit, die Eindeutigkeit und Vieldeutigkeit ist wichtig. Und diese Disparität und ihre Ursachen. Es gibt nämlich einige Dinge, die bei Kollaboration aufgezwungen werden. Es gibt Menschen, die auf beiden Seiten agieren, die auf der einen Seite mit der Gemeinschaft agieren und auf der anderen Seite Kollaborateure sind. Es gibt diese Zweifachidentitäten. Manchmal wurde das den Menschen auferlegt, aufgezwungen. Dieselben Leute waren vielleicht auch AnführerInnen des Widerstandes. Und wenn man Hierarchien jetzt nur aus der Opfersicht beschreibt, dann ist es nicht der richtige Ansatz. Denn es gibt ja immer Gründe für eine Beteiligung. Und das heißt also, es schreit nach mehr Informationen. Und wir haben hier keine Klarheit, wenn es darum geht. Das heißt, die Beteiligung des einen und nicht des anderen ist nicht klar. Die Gemeinschaft erwähnt vielleicht den einen, der Anführer des Maji-Maji-Widerstands, war vielleicht gleichzeitig ein Steuereintreiber. Und das wollte ich gerne loswerden. Vielen Dank. Yeah, thank you very much. My name is Daniel Morad. I'm with the German Historical Museum.
Vielen Dank für die Gedanken aus dem Deutschen Historischen Museum, wo ich arbeite. Fand ich es sehr interessant aus dieser Sicht, die Sichtweise aus Tansania heute zu hören. Die Widersprüche zwischen staatlich auferlegten und gesellschaftlichen Narrativen. Und ich arbeite ja für ein Museum. Insofern interessiere ich mich besonders für die Rolle von Museen. In Ihrem Fall sind die Museen immer Teil der Regierung. Ich frage mich aber auch, ob es vielleicht auch Museen aus der Mitte der Gesellschaft gibt, zivilgesellschaftliche Initiativen, die vielleicht in eine andere Richtung als der staatlichen Richtung arbeiten. Yes, we have small museums. Ja, vielen Dank. Wir haben kleine Museen und wir haben 18 Museen, die in Tansania, die nicht Teil der staatlichen sind. Und es gibt ein Zentrum in Tansania für das geschichtliche Erbe. Wir haben eins, das 2014 in Zusammenarbeit mit Berlin eröffnet wurden. Und wir haben aber auch andere, die wir haben also Helfer, zum Beispiel das Goethe-Institut. Und diese helfen uns dabei, dass man etwas erfährt über die deutsche koloniale Herrschaft. Und das sind eben nicht staatliche Museen, ganz richtig. I think the issue here, ja, ich denke, das Thema hier ist einfach die Unabhängigkeit dessen, was man tun kann, wenn es um Wiedergutmachung und Rückgabe geht. Und ich denke, die Freiheit der Museen in Deutschland, sich zu betätigen, nicht in Zusammenarbeit mit der Regierung, sondern zum Beispiel Museum zu Museum, das braucht man auch in Tansania. Man braucht aber diese Rechtspersönlichkeit, damit diese sich auch zum Beispiel bei dem Ausleihen von Ausstellungsgegenständen verhalten müssen. Da brauchen sie eine bestimmte Rechtseigenschaft. Also, und diese Möglichkeiten, die in Deutschland bestehen, haben die Museen in Tansania häufig nicht. Also man hat in der Aufbereitung von Wissen und Nachfolge und so weiter, hat man gewisse Möglichkeiten. Aber in Afrika ist es nicht so, dass es zum Beispiel bilaterale Museen gäbe, wo man eben Gegenstände hat, die man sich gegenseitig ausleiht. Man arbeitet daran, sicherzustellen, dass dieses stattfindet. Also ich möchte einfach, dass diese großen nationalen Museen eine gesunde Konkurrenz benötigen, um die Narrative anzureichern. Vielen Dank. Ja. Und an die nächste Frage. Thank you. Okay. Yes, please, this. Okay. Yeah. Thank you very much. Vielen Dank. Mein Name ist Noël und ich bin aus Frankreich. Eine Frage an Professor Mashimi. Ihre Forschung über junge Menschen in Dar es Salaam und ihrem Umgang mit der kolonialen Vergangenheit. Welche Erfahrungen haben Sie in Ihrer Forschungsarbeit gemacht? Ja, vielen Dank. Ich muss sagen, dass ich nicht mich mit dem kolonialen Erinnerung befasst habe, aber ich habe an türkischen Schulen, an Eliteschulen geforscht und in Dar es Salaam in städtischen Bereich und ich war über ein Jahr dort. Das ist meine Expertise und ich glaube, was ich
zuvor gehört habe und die Dominanz von Menschen, von Männern in der Kolonialgeschichte. Das ist sehr interessant, auch in Staatsbürgerkunde oder in der Politikvermittlung wäre das sehr wichtig. Aber die Kontrastierung zu dem, was in Familien erzählt wird, das habe ich jetzt nicht weiter untersucht. Insofern kann ich das nicht so erschöpfend beantworten. Ja, die nächste Frage, eine letzte Frage. Gut, wenn es keine weiteren gibt, dann möchte ich noch mal zurück zum Podium kommen. Nancy, was können Sie uns hinsichtlich der kolonialen Erinnerung in Tansania mitteilen? Ich würde sagen, dass die Lebendigkeit dieser Erinnerung oder die Tatsache, dass diese Erinnerungen überall zu finden sind, etwas ist, das tatsächlich auch mitgeteilt wird. Also es ist nicht nur das Bedürfnis, zuzuhören, sondern es auch wirklich wahrzunehmen, also es auch wirklich zu hören. Und das ist, glaube ich, die Aufforderung. Die Menschen haben oft finden die Zeit nicht, dass man ihnen zuhört. Und jetzt werden diese Erinnerungen tatsächlich auch dargestellt werden. Es ist sehr, wirklich, wirklich sehr wichtig, zuzuhören und das auch aufzunehmen. Was ich sagen möchte, ist, dass auch das Trauma noch lebendig ist und man spürt es jeden Tag. Wenn man an einer Stelle anfängt, dann kommt man schnell vom einen zum anderen und ohne Kenntnis der Vergangenheit können wir auch nicht an der Zukunft arbeiten. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns über jede mögliche Unterstützung freuen, die wir bekommen können von deutschen Einrichtungen und Institutionen. Thank you. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, ich sage üblicherweise, wir haben eine gemeinsame koloniale Geschichte, aber ich finde, da bin ich überhaupt nicht einverstanden, zufrieden mit dem, was man teilt, wenn es um die Gewalt geht und die Terminologie, die man benutzt, wenn man die kolonialen Geschichten liest, dann sollte man vielleicht ein wenig analytischer an die Sache herangehen und auch sensibler. Ganz besonders, wenn es um die Forscher geht, die dieses Vokabular ja oft auch erfinden oder erstellen. Und ich glaube, wir müssen die richtige Wortwahl finden, um die Information, die niedergeschrieben ist, in Büchern, in Artikeln, in Archiven, dass wir Technologien einsetzen, also auch eine visuelle Erkennung, damit dies unseren Leuten näher gebracht wird, also auch in den Gemeinschaften, wo die Menschen tatsächlich leben und davon betroffen waren und sind. Christine, ich finde, Vicenza sollte das letzte Wort haben, nicht ich? Wunderbar, dann einen großen Applaus nochmal für meine tollen Podiumsgäste. Thank you very much. Vielen herzlichen Dank. Und bevor ich Sie jetzt bitten werde, auf Ihre Sitze zurückzukehren, haben wir noch eine kurze Ankündigungsrunde. Wir haben eine kurze Kaffeepause und dann geht es in die verschiedenen parallelen Spotlights. Ich freue mich, dass Sie sich für die verschiedenen Spotlights entschieden haben. Nummer eins ist Natur und Wildnis, das wäre hier in genau diesem Raum. Dann haben wir zwei, das wäre die Missionsarbeit. Ich glaube, das ist der Raum hier drüben, gleich auf der anderen Seite. Spotlight 3. Und drittens haben wir dann Rewriting History, Schulbücher unter der Lupe. Das finden wir dort auf der anderen Seite. Und wir wissen, dass Sie sich ja sicherlich für einen dieser Spotlights entschieden haben, aber Sie können sich auch frei bewegen. Also Sie müssen auch nicht bis zum Ende zuhören, wenn Sie merken,
die Mission gefällt mir jetzt nicht so, Mission postkolonial, dann können Sie gerne zu uns zur Natur zurückkehren, zu den verklärten Träumen. Und dann können Sie also einmal quer durchwechseln, wie es Ihnen beliebt. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis gleich.